Hallo und seid mir herzlich willkommen zum dritten versprochenen Sondervideo und heute soll es gehen um die Reittiere. Man hat ja im Vorfeld bereits gelesen, dass es sehr viele unterschiedliche Reittiere geben wird und für wahr, es gibt eine große Auswahl an Exoten, an Dragolisten, an Pferden oder auch an Hirschen. Ich werde euch heute einige vorstellen, da werden wir auch immer so ein bisschen reiten. Wir werden dann in die Hinterlande gehen und dort die Rennstrecke, die ja die Tochter vom Meister Dennett für uns ausgestattet hat, einfach mal mit verschiedenen Reittieren reiten. Vielleicht vorneweg, ich werde vielleicht von jeder Klasse zwei Reitrunden machen, hat folgenden Grund. Ich muss jedes Mal, um das Reittier zu wechseln, hier zurück in die Himmelsfeste zu den Ställen. Und dann ist das so ein Hin und Her. Jetzt gehen wir vielleicht erstmal gucken, was es so grundsätzlich gibt. Endlich ein Ort für die Pferde. Ja. Verdammt, ich habe die foreldischen Pferde vergessen. Guckt mal, das ist momentan mein Reittier, mit dem unsere Ella, wenn sie denn geritten ist, das ist ein Wildhirsch. Ich persönlich finde ja, dass diese Hirschklassen zu einer Elfin besonders gut passen. Aber wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. So, da haben wir einmal Pferde, unterschiedliche. Da haben wir einen fereldischen Vorder, einen Taslinläufer, ein Gründales Wildpferd, ein Delisch Halbblut, einen Orsianischen Renner und Amaranthens Streitrost, Freimarschenstreiter. Unterschiedliche Pferdchens also. Hier haben wir auch was Geschicktes. Kaiserliches Warmblut. Und da haben wir natürlich für den Inquisitor, der was auf sich hält und der Meinung ist, er bräuchte ein ordentliches Schlachtross, haben wir also auch dieses Schlachtross. So, dann haben wir die Drakulisten. Ne, so. Tja, der Jägerschatten ist zäh und stark. Reiter müssen diszipliniert sein, um diese Vorteile nutzen zu können. Dann haben wir den abyssischen Tiefzahn. Dann haben wir hier einen Logma. Dann haben wir einen Blaufußluch. Ein Wüstenblitz, ungewöhnlich kämpferisch und schnell, eine unglaubliche Entdeckung. Ich finde, ich habe einige geritten, die Beschreibungen, ja, also die sind nicht unterschiedlich zu reiten. So, Scharfschwanz, ein Exemplar mit einer für Drakulisten ungewöhnlichen Färbung, ein Reittier, das hinsichtlich seiner Zähigkeit seinesgleichen sucht. Das sind also die Drakulisten, werden wir sehen. Dann haben wir hier verschiedene Hirsche. Einen habe ich nicht, keine Ahnung, wo ich ihn herbekomme. Da haben wir den Rothirsch, einen Brasilienschreiter, einen Tirasan-Sturmläufer, Arlesens Stolz und den Wildhirsch. Momentan seht ihr, habe ich den Wildhirsch ausgerichtet. Dann haben wir hier noch Exoten. Die sind momentan, da haben wir jetzt das Sumpfeinhorn. Und momentan haben wir hier noch überall unbekannt. Da habe ich gerade, ich glaube, Liliana oder einen von meinen Beratern losgeschickt, die zu holen. Um die zu bekommen, muss man nämlich in Orlais einen in den obersten Ebenen einen etwas versteckten Händler finden. Und da kann man dann für 10.000 Gold ein Kästchen kaufen, das einen Auftrag zur Beschaffung einer exotischen Reitklasse eröffnet. Da habe ich jetzt also gerade meine Berater losgeschickt. Die holen das, das werde ich euch also auch zeigen. Okay, dann schlage ich vor, wir reiten erstmal eine Runde mit dem Wildhirsch. Ich finde ihn ja schon sehr beeindruckend, definitiv. Das heißt, wir gehen jetzt in die Hinterlande und reiten da eine Runde. Nachher werde ich beim Wechseln immer nur hier wieder starten, damit ihr nicht immer diese Reise sehen müsst. Das dauert ja immer so ein bisschen. Wen wir da jetzt mitnehmen, ist eigentlich ziemlich egal. Da wir ja sowieso reiten. Nein, ich nehme Cassandra mit. So, dann werden wir also mal in die Hinterlande reisen und werden dort eine Runde mit unserem Wildhirsch reiten. Die Bewegungen von den Pferden, und ich werde es euch auch zeigen nachher, wenn wir durchs Wasser reiten, dieses Aufspritzen von dem Wasser ist wirklich wunderbar gemacht. Sieht toll aus, finde ich irgendwie unglaublich gut gemacht. Bei den Hirschen ist ein bisschen das Problem, dass die ja so ein riesen Geweih haben und ja, die kommen eigentlich oft nicht wirklich durch irgendwelches, werdet ihr auch sehen, durch irgendwelche Engen, aber ja, das ignoriert das Programm dann. Dann wollen wir mal, also unseren Wildhirsch, ist er nicht ein Prachtbursche oder ein Prachtmädel, man weset nicht. So, dann sitzen wir mal auf und dann reiten wir doch gleich mal durchs Wasser. Komm mal her, mein Junge. So,
Nein, wir reiten erstmal hier rum. So. Und dann los geht's. So, jetzt werdet ihr sehen, das wird einfach ignoriert, dass wir mit unserem riesen Geweih da nicht wirklich durchkommen. So. Das also ist der Wildhirsch beim Reiten. Ich finde, dass er lustig schreit. Er soll ja ein wilder Bursche sein. Schwer zu beherrschen, aber für den Inquisitor ist das alles kein Problem. Jetzt reiten wir da mal eine Runde rum. Und reiten ein Stückchen durchs Wasser, damit ihr mal seht, wie das aussieht, wenn man durch das Wasser reitet und es aufspritzt. Von den Bewegungsabläufen her finde ich das genial gemacht. Das ist mir schon beim ersten Mal Reiten im Let's Play aufgefallen, dass das wirklich absolut super gemacht ist. So, jetzt achtet mal drauf, wie das Wasser aufspritzt. Das ist toll gemacht. Schaut mal. Man erwartet fast, dass die Kamera, anfängt, Spritzer zu bekommen. So, das also ist unser Wildhirsch. Oh, ja. Und so sehen wir aus auf unserem Wildhirsch. Ist es nicht ein Prachtbursche? Ist es nicht ein schönes Bild? Ja, ja, er ist ein Wilder. Okay, dann wechsle ich mal das Reittier, nehmen wir irgendeinen anderen Hirsch reiten eine Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann will ich euch zeigen, welchen Hirsch ich für den zweiten Ritt ausgewählt habe. Den Tirasan-Sturmläufer. Dieses Tier ist nervtötend intelligent und stets bereit, seinen Reiter zu korrigieren. Es wird keine Narren auf seinem Rücken dulden. Dann werden wir jetzt gleich mal zurückgehen in die Hinterlande und gucken, ob wir ein Narr sind. So, da sind wir wieder und dann werden wir unser intelligentes Tierchen mal rufen. Komm her, mein Hirsch. Wo bist du? Oh, ne? Meine Güte. Du bist aber auch ein Prachtbursche. Definitiv. So, dann sitzen wir mal auf und reiten auch mit unserem intelligenten Freund eine Runde. Mal gucken, ob er uns abwirft. Wiffe. Werden wir gleich sehen, ob wir zu doof sind. Aber meiner Erfahrung nach ist es ziemlich egal, wen man reitet, es ist alles gleich. Schreien tun sie alle ordentlich. Vor allen Dingen die Hirsche haben einen beeindruckenden Schrei. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er uns korrigieren wird. Wieder von den Bewegungsabläufen her wirklich wunderschön gemacht. Da sind die Hirsche ganz ähnlich wie die Pferde. Die anderen Reittiere, gerade diese Drakulisten oder auch das Einhorn, das werden wir uns natürlich auch angucken, die sind von den Bewegungsabläufen nicht ganz so schön. Die sind mir irgendwie ein bisschen hölzerner, aber das werdet ihr dann sehen. So, also dann eine Runde mit unserem intelligenten Freund geritten und offensichtlich macht er uns keine Probleme. Tja, Ella ist halt der Inquisitor. Das ist ja auch nicht zu erwarten, dass es irgendwelche Probleme gibt. Wusch, und wieder die Spritzerei. Wirklich toll gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, und so sehen wir also aus. Ja, ja, ja. Nicht bocken, mein Junge. So, so sehen wir also aus auf unserem edlen Reittier. Und jetzt werden wir uns mal mit den Pferden beschäftigen. Wir sehen uns also gleich wieder in der Himmelsfeste bei der Auswahl eines Pferdes. Bis gleich. Und da sind wir wieder in der Himmelsfeste bei den Ställen. Und jetzt werden wir uns mal zwei Pferdchen raussuchen. Delisch Halbblut, das wäre ja eigentlich passend, aber ich fand irgendwie, wo ist er denn? Hier, Andernfelsrenner. Ich fand das Gescheckte ganz nett. So, diese ursprünglich für die Grauen Wächter gezüchtete Rasse wird in ganz Thelas überhaupt ausgeschätzt. Also dann nehmen wir ein Andernfelsrenner, ein gescheckes Gäulchen, mit dem wir gleich mal gucken werden, wie es sich so reitet. So, da sind wir wieder und jetzt werden wir mal unser gechecktes Gäulchen rufen. Da ist es schon. Hallo. Oh Mann, der war auch ein edles Tier, aber irgendwie kann ich so nicht aufsitzen, mein Freund. Was macht's denn? Oh Mann, dass es eigenwillig ist. Entschuldigt, wie es den Hintern nach hier oben streckt. Das ist wirklich... ein Bild für Götter. Na gut, wir versuchen mal aufzusitzen. Es sollte gehen und vielleicht reiten wir mal. Oh ja, mal ein... Oh, meine Güte. Komm mal her, mein Freund. So, dann reiten wir vielleicht mal einfach eine andere Strecke, oder? Wow, und los geht's. Und hüpfen. Na komm, hüpf. Ja, los geht's. Jappa. Und auf, gib Gas. So, reiten wir mal einfach ein Stück zur Brücke. Jappa. So. Ich könnte mich beäumeln. Das ist wirklich echt der Hammer, wie es den Hintern hochgestreckt hat. Das Gäulchen. So.
Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht es denn aus, wenn wir hier durch das Wasser reiten. Es wird wahrscheinlich nicht anders aussehen als bei den Hirschen auch. Ja. So. Wunderbar. Oh. Und? Steigst du auf? So sehen wir aus. Auf unserem gecheckten Gaul. Unsere Rüstung passt farblich extrem gut dazu, finde ich. Findet ihr nicht auch? So, erhabenes Reiten, meine Lieben. Dann habt ihr hier jetzt auch einen Eindruck gewonnen, wie es denn aussieht, wenn wir mit unseren fereldischen... Oder wie? Naja, ist auch egal. Eben mit unserem gescheckten Gäulchen durch die Gegend reiten. Und dann werden wir uns jetzt mal dieses machtvolle, gepanzerte Streitross für die Angeber holen, oder? Also, dann sehen wir uns gleich wieder hier. Da sind wir wieder und jetzt habe ich das große Angeber-Streitross geholt. Wir sind hier in einem anderen Gebiet, nicht mehr in den Hinterlanden. Komm mal her, du. Du Barbenpferd der Inquisition. Und dann wollen wir mal gucken. Juppie! Yessa! Ja, in den erhabenen Ebenen sind wir, aber wir reiten wirklich bloß dieses Flüsschen hier ein bisschen entlang. Oh, und gib Gas, da war ein Stein im Weg. Juppie, so. Jetzt gehen wir da mal hoch und dann zeige ich euch, wie man auf diesem Gäulchen aussieht. Farblich gut auf meine Rüstung abgestimmt. Das ist echt das Pferd für Angeber, würde ich mal behaupten. So, wollen wir noch ein Stückchen reiten? Komm mal her. Komm da noch ein bisschen lang. Los, 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 los. Auf geht's. Noch ein Stück reiten. Da sieht man die elegante Bewegung des Pferdes leider nicht so sehr. Okay, dann werden wir uns mal den Exoten zuwenden, oder? Den Dragolisten. Da sehen wir uns gleich wieder am Stall. Wow. Oh, genau so sehen wir aus. Hier auf unserem Streitross. Ja, genau. Genau. Auch das ist ein bisschen bockig, aber kein Problem für Ella. Bis gleich. Zurück in der Himmelsfeste haben wir jetzt die Möglichkeit, mal die Dracolisten anzuschauen. Und da haben wir auch verschiedene. So, da haben wir den Jägerschatten-Dracolist. Ein Jägerschatten ist zäh und stark. Reiter müssen diszipliniert sein, um diese Vorteile nutzen zu können. Und da ein ebenfalls ungewöhnliches Geschöpf, welches gehorcht, aber seinen Reiter auch gerne auf die Probe stellt. Und so weiter und so weiter. Ich finde ja, dass der Name Blaufluss-Fluch ganz nett ist. Also dann nehmen wir mal den Blaufluss-Fluch. Während andere dieser Spezies zu wild sind, ist dieses Reittier meisterhaft ausgebildet, hat dabei aber nicht sein Temperament eingebüßt. So, dann werden wir mal gucken, wie siehst du denn aus, mein Freund? Das sollte helfen. Oh, ein bisschen giraffenmäßig. Ja, ne? So, also hier wird es jetzt dann bereits schon albern, finde ich. Ich will euch jetzt aber zeigen, wie sich ein Dracolist... Ah, genau, ne? So, völlig unnötige Rasse, finde ich. Also, gehen wir mal wieder, wohin auch immer, reiten eine Runde. Und diesmal reiten wir eine Runde in den Westgraten. Da erinnert ihr euch dran? Inquisitor. Oder auch nicht, ich glaube, das kam noch gar nicht, genau, egal. Dann sehen wir schon so ein paar Gebiete. So, komm mal her. Genau, in den Westgraten. Guckt es euch an, wie es aussieht. Hier, mein Tierchen. Komm mal her, Freund. Mein Dracolist. Farblich ebenfalls auf die Rüstung abgestimmt. Kann man nicht anders sagen. So, dann reiten wir mal. Oh, yeah. Also, farblich ist es wunderbar in die Landschaft eingepasst. Definitiv. Seht ihr schon so ein paar Landschaften, die noch kommen werden? Ja, die Ödnis. Jappa, und springen, juppa! Bisschen zu früh gesprungen, aber ist egal, da hinten ist ein Feind, da reiten wir jetzt nicht hin. Hüpf! Und nochmal hüpfen. Und, wie sieht es seitlich aus? Das können wir leider seitlich gar nicht sehen. Hüpf, komm, jappa, springen! Spring, Dracolist, spring. So. Ja. Ja, so. Stopp, Gipfel fort. Mal gucken, wann ich es hochstelle. Und, wow. Das sind also die Dracolisten. So sehen die aus. Und
Ich denke, dass ich da kein zweites reiten werde, weil ich die offen gestanden ein wenig albern finde. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder in der Himmelsfest, wenn wir uns ein neues Reittier nehmen. Der ist wirklich auch ein bisschen bockig hier, der Gute. Vielleicht sollten wir es mal mit dem Sumpfeinhorn versuchen. Zurück wieder in den Hinterlanden werden wir jetzt mal unser Sumpfeinhorn rufen. Das finde ich auch so ein bisschen, da guckt mal, sieht aus wie ein Pferdchen. Allerdings ein bisschen plastikmäßig. Guckt euch das an. Das, was da Muskeln sein soll, sieht, finde ich, ein bisschen plastikmäßig aus. Also irgendwie finde ich auch, dass das eher eine... Das sieht hier... Oh, guck mal, das hat da unten auch noch wie ein Heft. Ne? So. Okay, dann reiten wir ein Stückchen mit dem Sumpfeinhorn. Wow, wow, wow. So. Bewegt sich ebenfalls elegant wie ein Pferdchen. Sieht aber, finde ich, sehr plastikhaft aus. Ist etwas, was ich nicht reiten würde. Übrigens, wo kriegt man diese Reittiere her? Das erste Gäulchen, das wisst ihr. Das haben wir ja bekommen. Wow! Ja, ein kleiner Augenblick. Das haben wir ja bekommen, als wir hier diese Quest hatten mit dem Reiten. Manche von diesen Wesen, unter anderem dieses Streitross, das bekommt man über Aufträge auf dem Kartentisch. Da sind plötzlich dann irgendwelche Aufträge. Und den ganzen schnöden Rest, den muss man kaufen. Entweder am Stall selber, da könnt ihr kaufen. Oder aber ihr könnt es kaufen, wie jetzt diese anderen Exoten, die momentan gerade noch geholt werden, in Val Arroyo an einem versteckten, etwas versteckten Händlertisch. So, dann werden wir uns mal diesen Exoten, die ich für 10.000 Gold gekauft habe, versuchen. Wenn sie denn schon da sind, ansonsten muss ich mit der Aufnahme noch ein bisschen weiter warten. Das jedenfalls ist unser Sumpfeinhorn. Und so sehen wir aus auf unserem Sumpfeinhorn. Doch schon irgendwie edel, aber es ist sehr pferdeartig. Sehr, sehr pferdeartig. Okay, dann sehen wir uns bei den nächsten Exoten. Und eins kann ich euch versprechen, auf diese Exoten könnt ihr euch so richtig freuen, weil da weißt du nicht, ob es einfach nur albern ist oder ob es schon wieder richtig cool ist. Wir sehen uns gleich. Unsere Reittiere. Soeben ist der Auftrag, das große oder die große Fragezeichen zu finden. Eben jenes Fragezeichen, das ich in Val Arroyo für 10.000 Gold gekauft habe. Dieser Auftrag ist zu Ende gegangen. Und jetzt will ich euch mal vorlesen. Missionsbericht. Die große Fragezeichen. Inquisitor? Inquisitor, unsere Leute haben etwas aufgescheucht. Etwas Großes und Stures. Ihr habt doch nach einem Reittier gesucht, das der Verlässlichkeit der Inquisition entspricht. Und das? Ich habe keine Ahnung, was es spricht. Aber es ist definitiv ein Reittier und verlässlich ist es auch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also sage ich euch einfach, wo ihr es finden könnt und was unsere Leute darüber sagten. Das ist mal eine große Nack. So, wir haben also neue Reittiere gefunden und wir sehen uns gleich unten am Stall und werden uns die Schätzchen mal anschauen. Bis gleich. Zurück bei den Ställen möchte ich euch jetzt unsere soeben erlangten Exoten vorstellen. So, da haben wir die große Nackalope. Zäh und eigensinnig vermittelt die große Bergnackgalope oder Todesnack folgende Botschaft. Hände! Dann haben wir einen gezähmten Donnerer. Manche sagen, ein Donner sei nichts weiter als der ferne Klang brünstiger Nackgalopen, was die Leute nicht alles glauben. Dann haben wir hier einen wahren Landhammer. Weitestgehend selbsterklärend, was die Rasse betrifft. Dann haben wir die Kampfnack. Von den Avar gezähmt und für den Krieg ausgebildet, mehr oder weniger. Dann haben wir Tiddle Majoris. Ein auf ewig gebrandmarktes, mächtiges Geschöpf, das eine ähnliche Färbung hat wie die Schoßnack eines legendären Regenten. So,
Dann haben wir noch drei Unbekannte. Weiß ich nicht, wo man die herkriegt. Aber ich würde mal denken, wir nehmen jetzt die Kampfnack, oder? Und dann sehen wir uns gleich wieder in den Hinterland. Das sollte helfen. Haha, da ist die Kampfnack. Guckt euch das Vieh an. Nee, oder? Also da hört es dann doch schon irgendwann auf und wird lächerlich. Aber wenn wir es schon haben, werden wir natürlich auch zwei von den Nacks reiten. Also bis gleich in den Hinterlanden. So, da sind wir also in den Hinterlanden. Und jetzt werden wir uns mal unsere große Kampfnack rufen. Ich bin gespannt, ob sie gesattelt ist. Na komm mal her, Nacki. Wow. meine Güte. Hallo, na, meine Süße. Na dann laufen wir einmal um dich rum. Gucken uns mal an, eine Riesennack. Guckt euch das Biest an. Na, dann setzen wir mal drauf und dann werden wir mal gucken, wie man sie sich denn das reiten lässt. So, Nack, gib Gas. Ja, das wirkt schon ein wenig kräftiger. Los, und gib Gas. Au. Aber es galoppelt doch ganz ordentlich daher, oder? Die große Kampfnack. Das ist mal ein Tier. Hör mal, gucken, wie sehen wir denn drauf aus? Meine Güte, das hat den Körper eines Nashorns. Ich halte es nicht aus. Aber es sieht freundlich aus, oder? Ja, und auch das Nagi steigt. Dann reiten wir noch ein Stückchen mit unserer großen Kampfnack. Und natürlich werden wir auch hier eine zweite Nack noch wählen. Werden auch mit der reiten. Die wähle ich dann aus und dann sehen wir uns einfach wieder hier. Sollen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn wir durch das Wasser reiten mit unserer fetten Nack. Ja, ne? Also wie gesagt, die haben zwar alle Eigenschaften oder die werden eigenschaftlich beschrieben, wenn man sie im Stall auswählt, aber reiten tun die sich alle gleich. Das Reiten ist relativ einfach. So. Und ja, na, viel mehr Aufspritzer macht sie auch nicht. Okay, ihr Lieben. Das soll jetzt mal die Kampfnack gewesen sein und jetzt renne ich ganz kurz und schnell zurück an den Stall in der Himmelsfeste und werde eine zweite Nack wählen. Jawohl, Mädchen. Ich halte es nicht aus, echt. Und willkommen zurück zu unserem letzten Reitversuch. Nochmal eine Nack und zwar Tiddles Majoris. Ich werde sie mal rufen, sie hat eine besondere Farbe. Und da kommt sie also und rennt mich gleich über den Weg, über den Haufen, das Böse. So, dann werden wir mal aufsitzen und reiten mit dem Nagi noch ein bisschen in der Gegend rum. Vielleicht nochmal eine Runde, ach, die läuft wirklich ein bisschen schwerer. Eine Runde raus. Wow, wow, wow. Das passt jetzt farblich nicht so gut zu Ellas Dress. Das also sind die Riesennacks, mit denen wir in der Gegend rumreiten können. Also, ihr seht, es gibt eine Menge Reittiere. Im Grunde genommen ist es völlig unnötig, sich auch nur eins zu kaufen, weil man ein Standardpferd hat und über Aufträge kostenlos auch den einen oder anderen kleinen Exoten bekommen kann. Aber ich fand es jetzt mal ganz lustig und ein Abonnent, der gute Z, der hat mich gefragt, ob ich denn im Let's Play auch Reittiere zeigen werde. Ich werde im Let's Play, wenn ich reite, wahrscheinlich meistens den Hirsch nehmen. Und zwar den ganz normalen Rothirsch. Und werde dann keine weiteren Reittiere zeigen. Verweise dann aber vielleicht eventuell einfach auf dieses Video hier, wo man einfach mal gesehen hat, was es denn so alles gibt. Also unnötig finde ich den Nack. Unnötig finde ich den Dragolisten. Gut, macht ein bisschen Spaß und ist auch, ja, ich weiß gar nicht, ist auch lustig, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, man kommt nach Val-Royaux zu diesem einen Händler, findet dort ein geheimes Kästchen, was anderes hat er gar nicht im Angebot, legt 10.000 Gold dafür hin und dann kriegt man einfach nur diese Nacks. Also, da hätte man vielleicht was anderes erwartet. Wer Humor hat, wird es mit Fassung tragen, aber wenn jetzt jemand, ich weiß gar nicht, lange zusammengespart hat, um das zu kaufen, der würde eventuell dann doch ein bisschen frustriert sein. Ihr Lieben, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Reittieren haltet. Welches euch am besten gefallen hat. Und wie ihr diese Geschichte mit den Nacks findet. Gut, alle habe ich nicht gefunden, aber ich glaube, das spielt auch keine Rolle. Einen kurzen Eindruck haben wir gewonnen. Ihr Lieben, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Einen schönen Abend. Oder auch ein schönes Wochenende und mit dieser Nack
dieser eigenwillig steigenden Nack, beende ich dieses Video. Bis bald, macht's gut, tschüss!